Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit eurem Gameblamer und wir befinden uns hier auf dem GameCube und spielen Bloody Roar Primal Fury. Ja, wir sind wieder bei einer meiner liebsten Prügelspielserien und das zu Recht. Ja, Primal Fury ist nur auf dem GameCube erschienen, ist quasi das Gegenstück zu dem Primal, nee, nicht zu dem Primal Fury, sag ich schon, zu Bloody Roar Extreme auf der Xbox. Nur, dass Extreme halt ein Jahr später kam und schon geupdatete Grafik hat und so weiter. Wobei ich allerdings finde, auf dem GameCube sieht die Grafik hier doch schon noch ein bisschen knackiger aus als auf der Xbox. Mag aber nur rein objektiv sein. Auf jeden Fall Primal Fury, das Spiel zwischen Bloody Roar 3 und 4, genauso wie natürlich dann auch auf der Xbox das Bloody Roar Extreme. Und ja, ich erkläre es nochmal für die Leute, die das Extreme-Video nicht gesehen haben. Ihr könnt es übrigens hier auch bei mir sehen, das ist schon raus. Das Bloody Roar Extreme Video, um das mal vergleichen zu können, direkt auch die Grafiken und so weiter. Ja, man spielt einen Charakter und kann sich nicht nur mit Kombos wehren und mit Special Moves, sondern auch sich in ein Biest verwandeln, in ein Monster und so weiterkämpfen, wie zum Beispiel in einen Wolf, in einen Tiger, in ein Rabbit. Natürlich kann jeder Spieler sich nur in eine spezielle Figur verwandeln, in ein spezielles Monster. Also nicht jeder kann sich in jedes Monster verwandeln. Das sieht man aber auch am Anfang bei der Spielerauswahl, da sieht man dann zum Beispiel Lee, der Tiger. So, dann weiß man schon, oh okay, der kann sich in einen Tiger verwandeln. Oder ich spiele immer Hugo, the Wolf, der kann sich natürlich in einen Wolf verwandeln, hört man ja. Und ich habe in allen Bloody Roar Let's Plays, auch auf der PSX hier, was heißt Let's Play, in diesem Video halt, immer Hugo genommen, damit man das am besten vergleichen kann, wie sich auch diese verschiedenen Charaktere halt weiterentwickelt haben, wenn sie es getan haben. Und ja, das ist einfach cool. Vor allem bringt das da rein, dass man nicht nur einfach aufeinander einprügelt, sondern auch so ein bisschen so eine Strategie, so, wann verwandle ich mich denn in das Biest? Ist es gegen Ende vielleicht besser, dass ich mich in das Biest verwandle? Oder am besten direkt am Anfang? Oder, oh, er hat sich jetzt in ein Biest verwandelt, verwandle ich mich jetzt? Oder warte ich lieber noch und warte darauf, dass er nicht mehr das Biest ist? Weil ich weiß es nicht genau, aber rein gefühlsmäßig würde ich jetzt einfach mal behaupten, als Biest macht man mehr Schaden. Wie gesagt, es steht nirgends so niedergeschrieben, aber ich würde das jetzt einfach mal so behaupten. Ich spiele Bloody Roar schon etwas länger und mir ist aufgefallen, dass man dann, glaube ich, doch ein bisschen mehr Schaden macht. Aber wie gesagt, das ist rein von meinem Gefühl her, was ich so denke. Und ja, das macht einfach Bock, es macht Bock. Es gibt auch Finishing-Moves, wie man hier sieht. Das ist wie zum Beispiel bei Super Street Fighter 4, dass man dann, wenn man hier einen Viertelkreis machen würde von unten nach vorne und Schlag, dass man dann einen Viertelkreis von unten nach vorne zweimal macht und dann die Beast-Taste. Dann gibt es einen Finishing-Move oder einen Super Special-Move, wie auch immer man das sagen möchte. Und die Stages bewegen sich, beziehungsweise der Boden stürzt ein oder das Gitter geht kaputt und einfach geil. Einfach geil. Leute, wenn ihr Bloody Roar noch nie gespielt habt, gebt euch das. Gebt euch Bloody Roar. Ist nur mein Tipp. Ich hoffe, das restliche Gameplay jetzt hier hinten dran gefällt euch noch. Genießt es wirklich. Das Spiel ist wirklich obergeil. Aber findet es selbst heraus, indem ihr das Gameplay seht. Ich hoffe, ihr vergesst den Daumen nach oben nicht. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ansonsten war es das erstmal von mir. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao. Get ready! Fight!
Ja! Final round, get ready! Ha! 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 Ha!
Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.